Mein Name ist Martina Müller, ich bin 57 Jahre alt, ich bin berufstätig als Marketingmanagerin und bin gebürtig aus Rottenburg und kandidiere für den Rottenburger Gemeinderat. Was sind denn deine politischen Schwerpunkte? Ein Schwerpunkt meiner Aktivitäten sollen sein Bildungspolitik, aber auch das Thema Gewerbepolitik. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, eben auch, dass man nachher wohnortnahe Arbeitsplätze schaffen kann. Und was jetzt natürlich auch brennend heiß ist, was den Leuten unter den Nägeln brennt, ist das Thema Wohnungsbau, dass man da die entsprechenden Rahmenbedingungen steckt, dass neuer Wohnraum entstehen kann. Man sieht dich öfter mit der Fotokamera unterwegs hier. Was sind denn deine Lieblingsmotive? Zum einen das Hutüdele, das ist bei uns oben im Wohngebiet. Da hat man eine ganz tolle Aussicht auf die Stadt herunter, aber auch auf die Wickentalkirche. Da fühle ich mich auch stark verbunden. Aber auch alles rund um den Neckar. Dort findet man wirklich ganz tolle Motive und da zeigt sich auch Rottenburg von seiner Schokoladenseite.